Ja, ich habe mich mal entschieden, die Ansicht. Ich habe das jetzt alles auch nochmal geladen, also das kleine Bild, was oben drauf ist. Und den Gimbal direkt. Der ist immer noch nicht fertig. Aber so habt ihr einen besseren Überblick. Hoppala. Über die ganze Sache. Machen wir nochmal ein bisschen so. Ein bisschen nach unten auf den Tisch. So. Ihr habt einen besseren Überblick als von oben die ganze Zeit. So. Achso. Na, den können wir erstmal verbinden. Achso, ne, ich muss den wieder. Also mit, selbst mit meinem dünnen Gummicase ist das ein bisschen zu dick. Also man müsste halt das Case abmachen. Und ich habe auch schon die App runtergeladen gestern. Also das haben wir ja noch im Video, glaube ich, gemacht. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich sie abgelegt habe. Ach, da hinten ist er. Bluetooth ist an. So, verbinden. Hat auch gleich den erkannt. Den iSteady XE. Und verbindet gerade. Kopplungsanfrage. Warte mal, haben wir das gestern doch nicht gekoppelt? Koppeln. Eine neue Firmware ist verfügbar. Wird uns auch gleich darauf hingewiesen, dass eine neue Firmware da ist. Dann werden wir das mal machen. Aber irgendwie passiert nichts. Ich habe jetzt gesagt, ja. Aber hier passiert nichts, hier ploppt nichts auf. Ich kenne es von den anderen iSteady-Geräten, da zeigt es dann auch an. Bei dem großen zum Beispiel steht es dann auch da und dann ploppt halt so ein Feld auf, hier wird aktualisiert oder so. Warum bin ich hier nicht angemeldet? So, jetzt bin ich auch angemeldet. Videos, Fotos, das ist alles, was von meiner Kamera ist. Ich bin ich. Über hohem. Kontakteinstellung, Konto löschen, Datenschutz, Passwort ändern, Informationen, Daten ändern. Hier komme ich dann in die Kamerasoftware. Ich zeige euch das gleich auch alles noch. Ich muss gerade selber noch ein bisschen rumfummeln. FAQ. Okay. Also ob er das Update jetzt macht und wo das stattfindet, ich habe keine Ahnung. So, wir haben jetzt praktisch die App. Die hatte ich ja damals schon mal gezeigt. Und dann haben wir hier unten so ein paar verschiedene Button. Und hier ist ein roter mit bei. Der ist dann sozusagen eine Kamera-App. Innerhalb der App, also hat nichts mit unserer normalen Kamera-App zu tun. Die sollte rein theoretisch auch auf Handzeichen funktionieren. Das werden wir dann gleich mal testen. Ah, ich bin raus. Und dann haben wir hier unten noch dann halt meine Videos. Und Bilder und dann haben wir halt, kann man da was sehen? Nö. Und da haben wir dann mein Profil. Ja. Wo der jetzt hier Update macht, ist mir jetzt ehrlich gesagt unklar. Also ich kann hier normal so durchwischen.
Ich habe aber jetzt hier nicht irgendwie einen Button. Der mir das anzeigt. Hier habe ich jetzt gefunden beim zweiten Button. Übung. Da haben wir Übungsvideos, also Erklärvideos gefunden. Das finde ich auch mal sehr schön von Hohem. Die geben sich wirklich Mühe. Button M button. When powered on, press the M button twice to Also enable ist wirklich standby schön. mode. You can. Also da muss ich sagen, da geben sie sich wirklich Mühe. 1, 2, 3, 4. 4 Infos. Also, und dann haben wir oben auch noch so einen Kopfhörer. Benutzerhandbuch, FAQs, E-Mail-Adresse, WeChat und Facebook. Ja. Ich werde mal das nochmal ausmachen und nochmal anmachen. Ach, jetzt kommen wir wieder im Feld. Neue Firmware ist verfügbar. Jetzt aktualisieren. Jetzt haben wir ein Feld. Ha! Jetzt geht's. Ich habe einfach einmal komplett ausschalten müssen und nochmal anschalten müssen. Der muss sich da irgendwie wohl weggehangen haben. Und hat da ein bisschen Probleme gehabt. Und schon sind wir fertig, fertig. Entschuldigung. Also Update haben wir jetzt drauf. Dann werden wir das jetzt mal. Ach, es ist aus. Müssen wir erstmal wieder anmachen. So. Jetzt machen wir das. Na. Auch jetzt habe ich es ausgemacht. So. Jetzt müssen wir das nämlich erstmal anpassen. Ich werde mal versuchen, damit ihr das so seht. So. Also das muss komplett gerade sein. Es ist natürlich noch nicht ganz gerade. Aha. So, jetzt ist es gerade. Das ist wichtig. Das muss ausbalanciert sein, damit der Motor, und es ist wirklich so, dass dann halt hier mehr hier übersteht. Das ist auch alleine schon gut wegen den Knöpfen, weil sonst würden wir damit irgendwelche Knöpfe drücken, weil hier ist ja laut leise und hier ist mein Power-Knopf. So. Aber es ist wichtig, dass das halt so ausbalanciert ist, weil sonst würde der Motor zu viel zu tun haben. Und dann würde das halt immer. So, dann haben wir noch das. Das machen wir jetzt oben rauf. So. Und jetzt testen wir das mal. Ist es schon? Nee, das muss noch ein Stück. Ein Stück weit muss es noch. Aber nicht zu viel. Jetzt warnt er mich schon hier vor, weil ich festhalte. So, nee, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt bin ich zufrieden. So. Die Artikel endet bald. Ach ja, meine Figur. Muss ich auch noch gleich am PC. So. Ich habe nämlich was von Tom Clancy, die Figur von Rainbow Dingsbums. Die Nonne, was aus Totenköpfen besteht. So.
Jetzt gehen wir darauf. Geräteverbindung. Hat er jetzt keine Geräte? Kopplungsanfrage. Koppeln. So, wir sind gekoppelt. So, und jetzt gehe ich in die Software und jetzt muss ich einfach mal nur die Kamera wechseln. So. Und es folgt mir schon, oder? Nee, noch nicht. So. Wie war denn das Handzeichen? So. Ah, jetzt haben wir einen Selfie-Modus gewechselt. Jetzt wieder einen normalen Modus. Jetzt habe ich ein Foto gemacht. Ah, hier kann ich jetzt zoomen. Das bei Video war das drin, Aufnahmen. So. Wie war denn mit den Handgesten? Ich bin da komplett raus. So, dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Müssen wir das jetzt separat auch noch anlernen? Moment, ich muss meine Brille holen. So. Magnetische Hüllen separat erhältlich. M-Taste ein aus, 3 Sekunden lang gedrückt halten. Einmal drücken zwischen Kaltweiß und aha. Plus-Taste einmal drücken, Helligkeit, aha. Okay. Dann ist es keine Fernbedienung. Wir drücken 3 Sekunden und dann haben wir da Licht. Das wäre ziemlich helles Licht für das kleine Ding. Und hier können wir zwischen dem gelblichen, dem normalen und dem weißen hin und her wechseln. Und wir können halt die auch schwächer machen. Also dieses weiß-bläuliche Licht, das gelbliche, was ich angenehm finde, und dann das normale weiße Licht halt. Und jetzt gucken wir mal, das hellste, was geht. Alter Schalter, leck mich am Arsch. Also mit dem normalen, also das ist wirklich krass hell. Und dann machen wir den oben separat drauf, das hat so einen Magneten. Zack. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Können wir hier vielleicht auch in der Software sagen, dass wir das Licht aushaben wollen? Stabilität. Oh, still. Also ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Fotokamera, Front, Rückseite, Ultra, Weitwinkel, Rückseite, Telefonkamera. Ah, das ist jetzt die Rückseite. Wir wechseln wieder. So. Also das Ding ist echt hell und ich bin wirklich gut zu sehen.
Jetzt sind die Schatten weg. Also da muss ich sagen, da bin ich schon ein bisschen beeindruckt über die Helligkeit. Ja. Funktioniert ziemlich schnell mit dem Umschalten. Ach, hier Gesicht erkennen. So, jetzt ist er an. Jetzt trackt er mich. Jetzt habe ich ein grünes Feld. Dann könnt ihr so vielleicht besser sehen. Seht ihr, ich drehe hier unten. Handy bleibt gleich. Und wenn wir jetzt natürlich hier in den Selfie-Modus wechseln, dann gleicht sich das auch an und wir sind dann halt hochkant. Hoppala, ich bin zu weit gemacht. Jetzt hat er mich nicht mehr. Hallo, hier bin ich. Hier bin ich, ja, genau. Ich darf halt nur nicht weggucken. Weil dann sieht er die Augen nicht und die Sicht halt nur halb. Da war ich jetzt raus. Ja, irgendwann, wenn man zu schnell macht, dann geht man wirklich raus aus dem Bereich. Aber das sollte bei normalen Bewegungen eigentlich eher nicht passieren. Videoaufnahmen 720p, 1080p. Mache ich jetzt ein Video? Ja. Okay. Also im Gegensatz zu den anderen, zu den größeren Modellen, haben wir keinen Knopf, um irgendwo hin und her zu schalten. Das funktioniert nicht. Also wir müssen dann händisch hier zwischen Fotos und so machen. Was haben wir denn hier oben noch drin? 3D. Ein Würfel, was haben wir denn da, wenn wir da drauf drücken? So. Die müsste doch hier dann auch drin stehen mit den Gesten, falls die das überhaupt unterstützt. Aber die App, glaube ich, unterstützt das. Beziehungsweise die Kamerasoftware. Steht aber leider nichts drin davon. Ah, das war doch so. Ach, hier unten. Videomodus mit einer Hand. Geste zeigen. V-Geste zeigen. Ah. Jetzt startet's. Ich hatte die Hand nicht an. Es geht auch mit einer Faust. Also hier steht zwar, wenn du das öffnest, dass man das Victory-Zeichen machen soll zum Starten. Es geht aber auch mit der Faust, so wie ich es von den alten Dingern gewöhnt bin. Faust, starten, offene Hand, Stopp. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Ich versuche das gerade mal irgendwie für euch hier
halbwegs drauf zu kriegen, damit ihr das vielleicht ein bisschen nachvollziehen könnt. Weil ihr seht, wartet mal. Ich versuche mal zu zoomen. Vielleicht, wenn ihr die Kamera. So. So weiter kann ich leider nicht zoomen. Ihr seht mich. Ihr könnt leider den grünen Rand jetzt hier nicht sehen. Ich versuche mal noch ein bisschen rumzukommen. So. Jetzt könnt ihr den grünen Rand um meinen Kopf sehen. Und jetzt mache ich einfach die Faust. Und er startet. Da zählt er jetzt runter. Ich bin gerade bei Video drin. Jetzt macht er natürlich Video. Hier oben steht dann natürlich dass die Zeit, dass das gerade läuft. Und wie viel Gigabyte verschwendet werden von meinem Speicher. Ich habe noch 154 Gigabyte Speicher. Ich hatte nämlich letztens erst aufgeräumt. Und wenn ich jetzt die Hand offen halte, zack, beendet. Das funktioniert aber auch bei Video, bei Fotos. Ja, das hat er jetzt falsch erkannt. Und hier unten ist dann die Hand für die Gestensteuerung. Das ist da so ein Handsymbol. Und oben, hier ist dann so ein Mensch in einem Viereck. Das müsst ihr anmachen, damit dann halt praktisch logischerweise dieses Viereck da ist, damit ihr dann, damit dann halt die Gesichtserkennung funktioniert. Auch hier. Wie geht's jetzt hier? Ah, da ist es. Da ist es, das Victory-Zeichen. Wenn ich hier zur Seite gucke und wieder hingucke. Nee, es ist das Victory-Zeichen. Und er macht dann doch nicht zwei Aufnahmen, zwei Bilder hintereinander. Gut, das war dann halt, hat er irgendwie den Finger wohl erkannt. Okay, jetzt habe ich es raus. Clever. Wirklich clever. Er berechnet, wie oft ich das Victory-Zeichen mache. Das ist ja mega genial. Pass mal auf, ich mache jetzt 5-mal das Victory-Zeichen. Eins. Victory. Jetzt dreimal gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt zeige ich es fünfmal. Eine Aufnahme. Jetzt geht's wieder nicht. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Eine Aufnahme. Und es geht nicht weiter. Eben hat's funktioniert. Na, leck mich doch am Arsch. Naja, ich dachte, ich hab's rausgefunden. Aber jetzt macht er schon wieder ein Foto. So. Handgeste mal ausschalten, damit er hier nicht einfach wahllos Fotos macht. Also das funktioniert recht geil. So, und was ist denn, wenn ich jetzt hier sage Blitzlicht?
hier passiert gar nichts. Ich kann hier nur draufdrücken. Ich kann hier nur draufdrücken. Größe, ah. Hier haben wir so einen Filter drin. So ein Beauty-Filter. Schlank sein und große Augen. So, da bin ich jetzt gespannt. Scheiße, echt? Der macht das Gesicht wirklich ein Stück schlanker? Ich muss in eine normale Galerie, da kann ich zoomen. So. Der macht ja die Sicht schlanker. Sieht ein bisschen komisch aus bei mir jetzt, bei meinem Dicken, aber. Und die Augen ein Stück größer. Ich kann euch ja nochmal zeigen, wie das aussieht. Das sieht dann etwa so aus. Wobei die normalen Bilder, die ich da vorher geknipst habe, so aussehen. Alle durch Filter. Aber nicht schlecht, was da so geht. So, jetzt müssen wir nochmal wieder zurück hier. Da. Muss ich nachher erstmal Speicherplatz freiräumen, ey. Ja, alles löschen. So viel Zeug zusammengekommen. Aber hier mit dem Blitzsymbol passiert hier irgendwie gar nichts. Aber mit dem Licht, das ist wirklich... Wirklich echte erste Sahne. Jetzt hat er wieder schon mehr erkannt, dass ich ein Foto machen will, obwohl ich Gott ja nicht gemacht. Also bin vielleicht rangekommen. Keine Ahnung, was er erkannt hat. Also manchmal hat er noch so eine kleine Macke, aber mit dem Tracken funktioniert sehr gut. Aber über die Fotoleuchte, ja, jetzt macht er wieder Foto, über die Fotoleuchte bin ich echt perplex. Also, vor allem so hell. Gott, von den Fotos kann ich keins zeigen. Gott, ich habe ja Augenränder und rote Augen, ich sehe ja aus wie 3 Tage drauf. Ich mache mal wieder Handbewegung an, vielleicht. Also ich bin begeistert, muss ich echt sagen. Wieso macht er denn jetzt auch immer so viele Fotos? Habe ich irgendwie ein Zeichen gegeben oder so? Also ich bin... Machen wir mal so... Also ich bin begeistert. Also hohe steht... Das war ich jetzt selber.
kurz raushinter. Also Hohem steht ja für Qualität. Das kann ich ja nun nicht anders sagen. Das habe ich ja im Verlauf der ganzen Sachen, der ganzen Tests ja bis jetzt immer mitgekriegt, dass Hohem da für Qualität steht. Da kann ich wirklich nichts anderes sagen. Außer das eh nochmal mit dem Ding, was man auf den Tisch stellen kann. Das war jetzt nur nicht so doll. Aber sonst wirklich die Gimbals, alle erste Sahne. Kann man echt nicht meckern. Und jetzt mit dieser Fotoleuchte, ey, vor allen Dingen, die ist so ein kleines Futzelteil. Ja, die ist nicht groß. Wirklich nur so ein kleines Futzelteil. Und die Haut hier, ein schöner Magnet, die ist auch wirklich, wirklich fest hier oben drauf. Also die braucht da keine Angst haben durchs Hin- und Herwechseln, dass die abfliegt oder so. Also wirklich geil. Man kann auch trotzdem noch steuern mit dem Steuerknopf. Man hat wieder eine Verlängerung dran. Also kann man machen und praktisch auch gleichzeitig Standfuß. Also ist wirklich geil. Und ich bin da immer noch so überrascht, dass diese kleine Futzelteil so barbarisch Licht schmeißt. Also das ist heftig. Und jetzt zeige ich euch das nochmal, wie das funktioniert mit dem Einbauen. Also hier locker machen, dann das hier eindrehen. So. Einmal hier kurz. So. Moment, ich bin gleich fertig. So, und dann hier. Oh, falsche Richtung. So. Dann kann man hier zumachen. Die Funzel hier oben rauf wieder. Und dann kann man es im Karton oder eine Tüte verstauen. Also wirklich, das ist alles selbsterklärend. Also nicht nur in der Anleitung, auch hier hatte ich euch ja gezeigt, die ganzen Aufkleber, die überall verteilt sind, dass man da nichts verkehrt macht. Das ist alles selbsterklärend, funktioniert alles erste Sahne. Aber mit der Leuchte, da haben sie, da bin ich jetzt echt perplex. Ey. Das hat mich wirklich. Und hat es auch schön ausgeleuchtet. Also, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Gefällt mir. Super. Das jetzt noch in groß für einige Leute mit den anderen Funktionen, die man bei dem Großen hat unten, dass man halt dann auch den Modus wechseln kann und was weiß ich alles. Oder dann halt auch das so steuert, dass man das Fotolicht vielleicht anmachen kann über die Kamera, als Blitzlichterweiterung. Oder dann beim Großen, dass man da dann noch einen extra Knopf macht für das Licht an, aus und dann halt gedrückt halt, also einmal kurz drücken halt die Helligkeit, bis es dann halt hell ist und dann wird es wieder dunkler. Und wenn man lange gedrückt hält, den Modus wechseln, reicht ein Knopf nur für das Licht. Für die nächsten großen Modelle wäre das vielleicht interessant. Ah, das ist wirklich. Ah, das ist. Knocke, Daumen hoch. So, nichtsdestotrotz soll es jetzt für dieses Video auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr dazu Fragen habt, zur Gestensteuerung oder Gesichtserkennung oder irgendwas, einfach in die Kommentare posten. Ich versuche euch bestmöglich zu helfen. Ich habe auch schon mal ein Video direkt bei dem anderen gemacht über die App. Ich bin auch am Überlegen, vielleicht machen wir demnächst ein Video über die App, aber das ist halt jetzt nicht. Das ist halt, die Kamera-App ist selbsterklärend und die App, die innerhalb der App ist, und die App unten ist auch alles selbsterklärend. Profil und FAQ und was habe ich euch gezeigt. Und in der Kamera halt Viereck mit Kasten mit einem Menschen, also mit so einem Körper drin, ist halt die Gesichtserkennung. Unten ist so eine Hand abgebildet, die anmachen, ist die Gestensteuerung. Steht auch alles in der Anleitung erklärt. Also da kann man echt nichts verkehrt machen. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.